Führ mich nicht an der Nase herum. Ich habe ihn gestraft. Hey, na? Wie geht's? Alles jott? Wie ihr sehen könnt, hat sich in dem Häuschen hier ein bisschen was verändert. Das mit dem Sandstein, das war einfach schon wieder zu hässlich. Ich habe hier offscreen ein klein bisschen gespielt. Hier, naja, es ist nicht wirklich nicht viel besser geworden. Aber es ist überhaupt was. Wie ihr sehen könnt, ein paar Hühnchen sind dazu gekommen. Hier unten habe ich den Weg bis ganz nach unten auf Höhe 9 oder 10 gemacht. Und hier, ich glaube, dass ich den Raum angelegt habe, konnte man im letzten Video auch noch sehen. Da habe ich Kartoffeln, denn ich hatte mich auf eine kleine Reise begeben. Und auf dieser Reise habe ich auf einmal ein Dörfchen entdeckt. Da werde ich mir auch noch überlegen müssen, wo und wie ich Dorfbewohner hierhin entführen kann. Und ja, die dann Züchter, kann man das so nennen? Und hier ganz unten habe ich einen Gang angefangen und da habe ich was ganz Schönes gefunden. Ei, ist das weit runter. Ich sollte mir einen Wasseraufzug bauen demnächst. Puh. Ja, schaut mal her, was da Schönes ist. Ich habe extra gewartet mit dem Abbauen. Na, nicht längen. So. Einer. Zwei. Drei. Vier. Na, immerhin. Das ist doch schön, schon mal 4 Dias. Auf dem Weg zum Dorf, ja, ich war ganz besonders klug, denn da war irgendwie so ein großer Slime, es war nachts, ich war im Sumpf unterwegs, wollte Seerosenblätter sammeln, hatte auch eine ganze Menge. Ja, aber dann sah ich da auf einmal diesen Slime und der hatte dann gemeint, Verstärkung zu rufen und neben dann ganz vielen kleineren Slimes waren dann da ein paar Skelette, Creeper und so weiter und na, ihr könnt es euch schon denken, ich bin verreckt. Und habe nochmal einiges neu farmen und sammeln müssen, aber das ist ja jetzt nicht weiter schlimm. Eisenrüstung habe ich ja wieder. Generell auch Eisenwerkzeuge. Futter habe ich auch mittlerweile einiges. Wie man hier sehen kann, ja, das habe ich aus dem Dorf, das auch. Da Kartoffeln, Hühnchen, Cod, weiß ich jetzt gerade nicht. Also Salmon ist Lachs. Kabeljau vielleicht. Auf jeden Fall, wie man hier sehen kann, ich habe da schon ein kleines Gehege angelegt und auch ein bisschen Terraforming betrieben und so einen Schmarrn. Denn da möchte ich Kühe drin züchten. Und ich habe zwar bereits 15 Leder, aber da fehlen noch mindestens 30 weitere. Hier war sogar übrigens noch ein zweiter Händler, aber der ist einfach despawned, genauso wie seine lustigen kleinen Lamas. Ja, hier, das habe ich hier extra so gelassen an der Stelle, damit ich die Kühe einfacher reinbekomme, weil ja, es ist einfach ein Krampf, wenn man Kühe durch so ein Zauntor kriegen muss. Also es ist auch so ein Krampf, Kühe irgendwo hin zu deportieren. Nein, deportieren ist jetzt nicht so das schöne Wort und auch nicht so passend. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja, sorry für diese tolle Geräuschkulisse im Hintergrund. Keine Ahnung, was da vor sich geht. Will ich es wissen? Vermutlich nicht. Ich habe mir auf jeden Fall auch vorgenommen, dass ich gleich mal ein bisschen mit dem Boot nochmal erkunden werde. Also die nervige Aufgabe mit den Villagern werde ich besser auch im Offscreen machen. Weil das einfach
nervig sein werden wird wahrscheinlich. Weil die dann irgendwo langlaufen. Na gut, ich werde es im Boot holen, aber das ist jetzt auch nicht alles. Ja, wo zum Kuckuck? Hier waren doch welche. Und wo bin ich? Da ist eine. Da hinten ist noch eine. Kuh. Kommt mit mir. Ach, ich habe übrigens auch in dem Dorf, oder nicht ganz in dem Dorf, aber zwei Katzen gezähmt. Auf der Suche nach meinen Klamotten hatte ich ja dann, wie gesagt, das Dorf gefunden und da war dann auch auf einmal eine Witch Hut, also eine Hexenhütte. Und die Hexe hat mich dann ganz frech einfach mit Sachen beworfen. Und das war nicht so nett. Darum habe ich sie exekutiert. Dadurch, dass diese Hexe dann tot war, war ihre kleine schwarze Katze herrenlos. Und das kann ich ja nicht zulassen, dass die arme kleine Katze ganz alleine ist. Ja, und aus dem Dorf die Katze habe ich mir dann auch noch gegönnt. Ja. Bei den Namen müssen wir mal schauen. Also, wie die schwarze Katze heißen könnte, da könnt ihr gerne Vorschläge in die Kommentare hauen. Die andere Katze ist eine Trikolore und die wird wie meine, also eine meiner Katzen, die ich mal hatte, heißen, nämlich Leberwurst. Leute, wir haben Kühe. Ganz offiziell. Komm, bumst. Yes. Und wir haben eine Babykuh. Kalb nennt man das. Der Fisch stört mich. Dieser eine. Nee, 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 du haust jetzt nicht ab. Du warst das nicht. Wo ist der? Da. Führ mich nicht an der Nase herum. Ich habe ihn gestraft. Und hier habe ich mittlerweile auch, wie ihr sehen könnt, einige mehr Hühner drin. Was? Hä? Och nee. Ich hatte da doch extra was hingesetzt, dass die nicht, dass ich da nicht reinfallen kann. Wie löse ich dieses Problem jetzt? Das war kein gutes Timing. Das war knapp. Hä, aber wo ist denn da jetzt der Half-Slap hin? Hier hatte ich noch einen Half-Slap drunter. Ja, so passe ich da jetzt wieder normal drunter, aber ach, das ist doch alles ganz schwer verständlich. So. Nein! Haut. Ah, verdammte Scheiße, weg! Okay, alle Hühnchen, die ausgebrochen sind, werden jetzt sterben. Es sei denn, ihr geht freiwillig wieder rein. Ja, komm. Die Chance lasse ich euch. Erika, ey, deine Kinder sind dumm. Ja, kommt hoch, ihr kleinen Scheißviecher.
Nee, den Stress tue ich mir jetzt nicht an. Oh, zwei mit einem Sch. Hä? Ach, da bist du, du Arschkuh. Es wird dunkel, da haben wir die beiden Kühe. What? Wo sind die Kühe? Das ist wahrscheinlich die Render Distance. Eben Heia machen. Dann gehe ich hingucken. Schlückchen trinken. Das wäre ja noch schöner gewesen. Ja, sind da. Dann war es die Render Distance. Ja, komm, ich mache euch hier drin auch mal ein bisschen dicht. Ich will nicht irgendwann beim Füttern oder so einen Creeper hier zwischen rumhüpfen haben. Bumset! Es sieht auf jeden Fall deutlich besser aus als vorher. Nicht gut, also vor allem nicht besonders gut, aber besser. So. Dann machen wir uns mal auf die große Fahrt. Oh, du Armer. Bist ja einfach auf so einer winzigen Pissscholle hier. Oh, was haben wir hier? Schildkröte. Nanu? Haben wir hier ein Dorf? Muss, da ist eine Glocke. Juhu, ich kann Leute entführen. Alter, muss ich das Bötchen mitnehmen? Halt, das ist kein Dorf. Aber auch gut. Oh. Denn hier müsste eine. Ja, eine Truhe. Wow. Oh, Silkklatsch, nett. Na, immerhin haben wir eine kleine Exkursion jetzt gehabt. Und ich würde behaupten, das reicht mit Exkursion für den Moment. Denn es wird dunkel. Ich habe mir schlauerweise kein Bett eingepackt. Und dann nur, was haben wir hier? Haben wir jetzt hier doch ein Dorf? Stopp. So. Hallo, Ertrunkener. Wo bist du? Oh. Oh, das wird mir jetzt gerade ein bisschen haarig. Scheiße, nein, 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 nein. Cool, der Angel. Ich sollte erstmal essen. Sorry, aber da mache ich jetzt den Schisser. Ich habe jetzt keine Lust, hier zu abzukacken. Oh Mann. Ja, der weltbeste Minecraft-Spieler. Ich denke, jetzt werde ich mich mal hier raustrauen können. Auch wenn ich ein Schisser bin. Was haben wir da unten? Ah. Ein Unterwassermonument. Da ist auch die. Oh, Luft holen, Luft holen, Luft holen. Und nochmal runter. Na komm, schneller das rausholen. War da eine Schatzkarte?
Oh, da ist noch so ein nicht richtig versunkenes Kackhäuschen. Hä? Du bist der Ertrunkene hier drin? Oh. Ach ja. Dann habe ich schon mal jetzt zwei Schatzkarten gesammelt. Dann wissen wir ja schon, was nächste Folge gemacht werden könnte. Was haben wir hier? Was hat das zu bedeuten? Das ist verwirrend. Irgendwo hier wird er sein. Oh, wo ist der jetzt? Ich meine, das muss unter Sand sein. Also werde ich es gar nicht erst versuchen, hier jetzt noch weiter runter zu buddeln. Oder zu hacken, besser gesagt, sondern nur buddeln. Das klang jetzt merkwürdig wahrscheinlich. Aber hey. Ach Leute, ich werde es ein andermal versuchen. Nochmal. Boot, wo bist du? Okay, ich guck mir doch die Koordinaten an. Oh, falsche Taste. Ich muss zu minus 20, minus 420. Ja, dann bin ich in der richtigen Richtung. Da hinten ist doch das Haus. Das ist doch schön. Ich bin zu Hause. Hallo Erika und Kinder. Hallo Horatio. So, dann nehme ich hier nochmal hier das Weizen. Gehen wir nochmal hier zu den Kühen rüber. Na komm, lauf mal schneller hier. Warum stehst du da so außerhalb, Junge? Mögen die dich nicht? Hä? Ach, weil der scheiß Junk nicht aktiv war. Oh. Lecco mio. Das war jetzt nicht unbedingt so die, ja, ich sag jetzt mal erfolgreichste Folge, aber es war eine Folge. So. Das war's dann. Ich werde jetzt für 3 Wochen aber erstmal weg sein. Das heißt, 3 Wochen lang keine neue Folge. Bei Tyrannosaurus Next dürfte es aber noch 2 Folgen geben, wenn ich das zeitlich schaffe. Dafür kann ich aber nicht garantieren. Hoffen wir es einfach mal. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen angenehmen was auch immer. Und lasst gerne Kommentare da. Und sonst irgendwas in der Richtung. Tschüss.